Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Schwablantis, wie es singt und lacht. Auf Sie wartet ein musikalisch-kabarettistischer Blumenstrauß nach Art des Mundes. Gute Laune in Zwerchfell-stimulierenden Dosen, Bier aus Flaschen und Stimmung aus Kanonen. Zum Beispiel unseren Phipps-Asmussen-Stiftungspreisträger Martin. Und wir haben weitere tolle Gäste, direkt aus Las Vegas. El Wisch mit seinem Tastinator. Ernährungsanleitungen von Dr. Theodor zu Glutenberg aus dem Schwablantix-Kochstudio. Natürlich die älteste Boyband Süddeutschlands 8872. Und, ich sag nur vorne Sch und hinten Sch, unser Schorsch. Doch nun begrüßen Sie in der Kapuzinerhalle in Burgau unseren Moderator Dr. Stefan Simons. Willkommen in Burgau, willkommen in der digitalen Kapuzinerhalle oder wie wir hier zu sagen pflegen, in der Schwäbisch Hall. Ja, vielen Dank. Wir können den Applaus jetzt ausschalten. Wie Sie meinen, Herr Moderator. All das kann die Seeleute der MS Schwablantis nicht erschüttern. Bei ihrer Kreuz- und Querfahrt durch die Untiefen des bayerisch-schwäbischen Frohsinns. Für gute Laune sorgen heute in unserem Programm internationale Showgrößen wie El Wisch, Dr. Theodor zu Glutenberg mit seinem Kochstudio, die gestimmte Kanone Martin K. aus B an der M, den uns die Phipps-Asmussen-Stiftung zur Verfügung gestellt hat, dann die älteste Boyband der Welt, sowie gleich zu Beginn eine echte Attraktion, wie sie vielleicht sonst nur am chinesischen Staatszirkus zu finden ist. Bitte begrüßen Sie die Frau, die mit bloßen Händen rohe Eier schälen kann. Bitte keine Sketche mit Lebensmitteln. Und Achtung, ein wichtiger Hinweis, bitte nicht vom Bühnenrand springen. Das fängt ja schon gut an. Regie, bitte zur Überbrückung. Eine Witzeinspielung. Wie Sie meinen, Herr Moderator. Achtung, ein wichtiger Hinweis. Bitte nicht gegen die Witzrichtung lachen. Sag mal, Mann, musst du immer besoffen aus der Kneipe heimkommen? Nee, mach ich freiwillig. Ah, Witze mit Alkohol. Gut, aber ich bin hier nicht für die Redaktion zuständig. Doch nun zu einem ersten Highlight dieser kleinen Online-Show. Ein Thema, das viele betrifft. Ein Lied, das uns nicht nur deswegen mitten ins Herz trifft und gleichzeitig aufzeigt, dass jeder Pyjama zwei Teile hat. Es aber immer darauf ankommt, welchen Teil davon man in einer Zoom-Konferenz in die Kamera hält. Sie ahnen, es geht um das Leben im Homeoffice. Sehen Sie nun also von den Machern von Kevin allein im Carport, Bad Work Banks und Herr der Dichtungsringe unter der Regie von Francis Opel Coppola. Für alle Homeoffiziere das kleine Office in meiner Garage. Mats ab. Der Morgen graut über den Dächern der Vorstadt, die Kinder am Hof müssen nein.
Die Frau, die schmerzt ziemlich klar, denn ihr Mann bleibt heute wieder daheim. Der Tag hat begonnen, die Menschen sind müde und ich bleib heut gerne zu Haus. Denn der Dieber dahinter, Wellblechtür, läuft mein Rechner Tag ein und Tag aus. Das kleine Office in meiner Garage, da wo grad immer noch mein Auto gestanden ist. Dort in dem Office, das ich zum Glück habe, da fragt die Keuler, warum du einschlafen willst. Das Rad reizt dort an der Wand in der Eck, das Foto vom Opel-Kapitän. Der Pirelli-Kalender mit einer lustigen Dame, all das ist ein Stückle daheim. Du gehst rüber zu deinem Kaffeeautomaten und schaust ihm beim Briefordern zu. Dann schneidest du kurz im Garten die Hecke, denn irgendwas musst du ja nur. Das kleine Office in meiner Garage, da wo grad immer noch mein Auto gestanden ist. Dort in der Office, das ich zum Glück habe, da fragt die Keule, warum du einschlafen willst. Man redet sich heus in Zoom-Konferenzen, was einem auf die Laune vergällt. Aber mit Korn und mit Bier findet mir dann eine Lösung für alle Probleme der Welt. Für mich ist kein Drama, für mich wohl im Pyjama, denn man sieht ja bei Zoom nur mein Gesicht. Und um 12 kommt Gemahlin, bringt ohne Bezahlung mir oftmals ein Fleischgericht. Das kleine Office in meiner Garage, da wo gar immer noch mein Auto gestanden ist. Dort in der Office, das ich zum Glück habe, da fragt die Keule, warum du einschlafen willst. Ja, wer im Pyjama Doppelkorn trinkt, der hat die Kontrolle über seine Leber verloren, sagte Karl Magergeld einst. Hauptdarsteller Martin wurde später, wie Sie sicher schon bemerkt haben, bekannt mit seiner von der Fips Asmussen Stiftung produzierten Reihe Witze mit Martin. Frage an die Regie. Machen wir weiter wie geplant? Steht die Leitung nach Leipheim zum Fliegerhorst? Oh, wir versuchen es, wird aber schwierig, wegen einem mobilen Funkloch. Hallo Fliegerhorst, haben wir Kontakt? Hallo Leipheim, hallo Fliegerhorst. Ja danke, technische Probleme. Wir versuchen es später noch einmal. Ich glaube, wir brauchen einen Witz zur Auflockerung. Du, ich habe einen Kumpel, der schafft bei der Radbrauerei. Der kriegt jeden Monat 10 Kisten Bier als Hausdruck mit heim. Ja, und was macht er mit dem ganzen Rest? Den kauft du ganz normal im Supermarkt dazu. Ja.
Danke. Ja. Meine Damen, außen an den mobilen Endgeräten, haben Sie Redebedarf? Am Ende sogar mit Männern? Ja, das haben wir geahnt. Der Redebedarf ist ein großer in diesen Tagen. Keine Büttenreden, wenn dann schlechte. Keine Starkbierrede in diesem Jahr. Grund genug, eine Starkbüttrede ins Programm zu nehmen. Nennen Sie ihn Barnabas, nennen Sie ihn Schorsch, nennen Sie ihn Georg den Gestiefelten. Nun heißt es, aber bitte mit Rede. Begrüßen Sie auf der Bühne der Mann, der Ihren Redebedarf auf Jahre hinaus befriedigen wird. Hier ist Karl Bader. Jetzt machen wir ein wenig einen Tusch. Also, Leute, na fangen wir doch mal an, das auch. Wo sind wir denn gerade hergekommen? Ja? Das ganze Leben ist ein Kreisverkehr. Fährst mal falsch rum, now ist es schwer. Und mit der durch, mit dem Kopf durch die Wand, fährst geradenaus nauf auf der Verkehrsinsel Strand. Dann plane gründlich deine Reise, sonst landest du auf übler Weise. Garnier nicht da, wo du noch wolltest oder jemand gemeint hat, dass du noch solltest. Ja, aber ein kleines Auto braucht einen großen Lenker und ein großer Kopf macht noch lang kein Denker. Du willst schlau von A nach C, dann nimmst am besten die Umgehungsstraße. Ja gut, der war jetzt nicht so, gell, aber hab ich schon mal drauf erkennen. Und guck auf die Blumen am Wegesrand, gelbe Rapsfelder, wo einst eine Wiese stand. Dem arabischen Scheich, dem wird's Angst und Bang. Guck mal, die bauen ihre eigenen Ölfelder an. Alt oder jung, arm oder Scheich, am Ende sind wir doch alle gleich. Bloß manche ein bisschen gleicher. Das denkt zumindest euer vermeintlich Reicher. Nämlich unser Landsmann, der Donald Trump. Meine Herren, das ist schon ein rechter Lump. Im Washingtoner Kapitol, da fühlte der sich pudelwohl. Und unter seiner Fuchsperücke wurde ein Mammut aus so mancher Mücke. Ein Mordsgetwitter, täglich ging's rund. Meine Herren, was für ein verrückter Hund. Ein Pitbull, eher. Also Pudel, ein orange gelockter Chef vom Rudel. Melania, dir trug's mit Fassung. Hat sie auch mir so Angst vor Entlassung. Wir sollen das mit dem Kerl noch ändern. Man kann's drehen, man kann's wenden. Ein Happy End gibt das sicher nicht. Der Donald, der wird enden vor Gericht. Und sei's bloß vor dem Jüngsten. Was ist die Moral von der Geschichte? Moral gibt's in der Politik scheint's nicht. Umfragen regieren so manch ein Kabinett, die Tragik bloß, meistens stimmert sie halt nicht. Den Leuten reden nach dem Mund ist einfach. Aber ungesund. Wird Populismus populär, now tut sich die Logik schwer. Wirrungen und Irrungen oder andersrum, lautes Schreier macht leider dumm. Das lehrt uns nicht nur dies Gedichte, sondern auf tragische Art auch unserer Geschichte. Aber ein anderes Thema. Ein eitler Jeck mit Namen Yogi hält fest an seinem Posten fest. Doch die kommende
EM-Vorrunde gibt er now endgültig den Rest. Ich kann, ihr mögt es mir verzeihen, den Schnullipulli nehme ich sehr. Am Stammtisch sagen sie das Gleiche, doch meine Inge, sie findet ihn halt schön. Dabei war der Berti Vogts doch viel hübscher. Ganz zum Schweigen vom Kaiser Franz. Jupp, der Wahl, Herberger Sepp und Rudi, die haben nicht braucht, deren Firlefanz. Ganz ohne Shampoo, Lockerwickler und Föhn war er Zier wie Helmut. Nicht schön. Auch der Bierhof macht ja Shampoo-Werbung. Mei, was ist das für eine Flasche? Viel Marketing und nichts dahinter. Olli, ist gleich besser, wenn du auch gleich gasch. In die Wüste vielleicht auf nach Katar. Denn ihre Weihnachtsfestler sind neuerdings ganz wunderbar. Eine WM für einen Schei liegt unterm Weihnachtsbaum. Es ist als bloß noch wie so ein schlechter Traum. Die Infantinos auf der Welt machen aus unserem Sport ihr eigenes Geld. Nach Sepp Blatter, dem letzten FIFA-Fuzzi-Mann, hätte keiner gedacht, dass das noch schlimmer wäre kann. Dafür wird alles andere besser. Spätestens im nächsten Jahr. Frag mich nicht wieso, warum, so nicht in meiner Suppe deine eigene Haar. Optimismus, das ist das Ding, wo jeder mit muss. Wem das nicht gefällt, der kann gleich gehen, weil ohne Optimismus, der bräselt unser schönes System. Also, lammt nicht die Luft aus unserer Blase, uns geht's doch alle ganz gut darin. Ich jedenfalls bin mit mir, wie man sieht, im Reimen. Warum? Ja, das Reimen gibt selbst dem Schwachsinn noch einen Sinn. Reime kommen außerdem auch Schüttler, Reime kennen auch Wachrüttler. Aber Schüttelreime machen nicht automatisch gleich ein gutes Gedicht. Doch das ist ja schließlich auch Starkbüttrede. Und ich sag dir, alter Schwede, was hab ich da schon als gehört? Mein Glaube in den Reim hätte der Fasching oft schon fast zerstört. Denn unter so mancher Narrenkappe findet sich leider bloß eine Gehirnattrappe. Oh. Doch gut betäubt mit Alkohol fühlt sich dir noch narrisch wohl. Halt, keine Witz über Narren. Der hat's eh nicht leicht, heut allzumal. Man kennt fast meiner so ein Schmarrer, lauter Maschke und kein Ball. Entzug vom Umzug, kein Garde, kein Komitee. Es fährt kein Zug nach nirgendwo, des Trommler Alberts Herz. Es tut so weh. Doch im nächsten Jahr, leid, glaubet's mir, wird der Gaudiwurm ein Riesentier. 11 Kilometer! Halt in der Bräute, weil es gelten die gleiche Abstandsregler so wie heute. Außer, jetzt kommt der Gute, passet auf. Außer, wir lassen uns alle impfen, von den Greisen bis zu den Pimpfen. War gut, oder? Da gibt's schon mal einen Tusch. Aber was ich deshalb inständig hoffe, der Spahn besorgt endlich mal nur Stoff. Wer zu sehr mit dem Stoff gespart, wird's manchmal am Ende noch doch noch hart. So sprach der Faschingsprinz zu seiner Holden, und weil sie ohnehin ja Kinder wollten, ich seh schon, dieser Reim, der läuft ins Leere. Drum sage ich jetzt zu euch, Servus, pfiat's euch, habe die Ehre. Ja, der Mann ist mit sich im Reimen. Nun eine weitere Attraktion aus der großen, weiten Welt der westlichen Wälder. Begrüßen Sie nun den Mann, dessen Gitarre jodeln kann.
Danke, danke. Ja, danke. Regie, mehr Applaus. Wie Sie meinen, Herr Moderator. So, nach diesem vorläufigen Höhepunkt zur Auflockerung vielleicht ein Witz. Achtung, ein wichtiger Hinweis, bitte nicht gegen die Witzrichtung lachen. Schatzi, weißt du, dass wir schon 20 Jahre verheiratet sind? Ist das nicht schön? Du hast vollkommen recht. Es ist nicht schön. Ich glaube, es gab schon wieder los. Ich habe internationale Stars angekündigt. Und ja, mir fehlen ehrlich gesagt ein wenig die Worte, denn was soll man über den Mann noch sagen? Er war schon hier im Gebäude, hat es verlassen und nun kommt er wieder zurück in einer Schaltung nach Las Vegas, wo er und sein Tastinator ein asketisches Dasein fristen. Wobei, im Vorgespräch hat mir sein Manager Colonel Parkinson erklärt, dass die beiden momentan ihre Hollywood-Diät abgebrochen hätten. Hollywood-Diät? Sie wissen, es bedeutet alles essen außer Hollywood. Ja, vor allem der Tastinator wurde so stark übergewichtig, dass die beiden beschlossen haben, sich 4 Wochen ausschließlich von flüssiger Erdnussbutter zu ernähren. Das aber nur am Rande des Wahnsinns. Aber Sie wissen natürlich, von wem ich hier rede. Von einem absoluten Schwergewicht der Gastro- und Showbranche. Elvis, meine Damen und Herren. Ja, nun heißt es, bitte Taschentücher bereitlegen. In gewohnt herzzerreißender Form schmachtet der wohl beste schwäbische Elvis-Impersonator weltweit durch ein Lied, eine Geschichte, wie sie sich tagtäglich vor den Bildschirmen da draußen an den mobilen Endgeräten abspielt. Im folgenden ergreifenden Filmdokument des guten Geschmacks haben die Macher von Blockbustern wie 3 Dosen für eine Leberwurst und Inge und andere Dinge gestern noch rührende Kinderbilder eingebaut, nach Absprache mit den Sponsoren aus der Taschentuchindustrie. Aber nun genug Worte verwechselt. Nun heißt es zuschauen, loslassen, mitweinen. Love me tender, wie man sieht, suchst du ja grad an Mann. Ich wohn in so einer Art Wohngebiet und du gleich näher dran. Mein Liebesfind, der seid mir, dass du dir rechter bist. Drum lade ich dich zum Essen ein, von mir aus gleich an Fisch. Oh, dann nimm mir die Dorade. Oh, ich will Kinder irgendwann, aber das geht halt bloß analog. Nach dem Essen gang mir dann da noch, wo ich einst zog. Weiß er, das wäre noch praktisch meine Wohnung. Ach so.
einen Matchball feiern wir dann. Und mei, wir passen so gut zusammen. Im algorithmischer Volleinklang werd ich ein glücklicher Mann. Drum, love me Tinder, bitte rasch, now or never, jetzt und hier. Und wenn du ein Herd und eine Wäschmaschine hast, now zieh ich vielleicht zu dir. Ja, ja. Bitte schnell ein Witz. Du, Schatzi, bist du noch im Burgauer Krankenhaus auf die Welt gekommen? Nö, ich bin daheim auf die Welt gekommen. Ich war Hausgeburt. Meine Mutter ist danach ins Burgauer Krankenhaus gekommen, nachdem sie mich gesehen hat. Kennen Sie auch viele Leute, die komisch sind, aber nicht witzig? Ja. Keine Namen jetzt. Ja, ich höre gerade, wir machen weiter mit dem Lied, dessen Erfolg zu dieser Show geführt hat. Viele kennen es aus der WhatsApp-Gruppe der Feuerwehr unter Knöringen. Es ist ein dramatisches Lied, basierend auf Begebenheiten. Jetzt müsste doch irgendwann die Verkehrsinsel kommen. Ja, waren die letzten Worte eines Unfallteilnehmers im Nebel von Limbach. Und ja, meine sehr betörten Damen und Herren, jetzt kommt sie. Oder besser gesagt, er. Der Kreisverkehr Limbach von 89331. 8872. Ja, von mir aus. Aber jetzt geht's rund.
auf! Ja, dramatische Bilder, die uns aus Limbach erreichen. Es gibt hier in der Gegend übrigens noch weitere Weiler. Manche sind echte Langeweiler. Aber nicht so Leipheim. Bei dieser Gelegenheit Frage an die Regie. Steht die Leitung jetzt nach Leipheim zum Fliegerhorst? Oh, wir versuchen es, wird aber schwierig wegen einem mobilen Funkloch. Das wird nichts mehr. Ich glaube, wir brauchen einen Witz zur Auflockerung. Frau Doktor, ich fühle mich in letzter Zeit immer so übergangen. Der Nächste bitte. Es ist hart, Abschied nehmen zu müssen. Aber eine Trilogie hat nun mal nur drei Teile. Alles hat ein Ende, nur die Hartburg hat 9. Diesen Satz versteht man erst, wenn man dieses Kochstudio studiert hat, das sich zudem als Hommage an die Langsamkeit des Erzähltempos versteht. Informationen in 2 Sekunden Häppchen nicht kapieren, mehrstündige Kochtutorials mit Maître Georges verinnerlichen, das sind eben doch zweierlei Paar Würste. Und so verdrücken wir uns die salzigen Tränen und freuen uns auf das bittersüße Ende mit prominentem Studiobesuch. Ganz Schwablantes ist gerührt, manche sogar geschüttelt. Und jetzt viel Spaß mit dem Schwablantics Kochstudio. Ich verabschiede mich an dieser Stelle
sage danke fürs Dabeisein und vergessen Sie nicht, Ihre GZ-Gebühren zu bezahlen. Meine sehr gestörten Damen und Herren, wir unterbrechen die Aufführung aus budgettechnischen Gründen für eine kleine Werbebotschaft. Die nun folgende Unterbrechung wird Ihnen präsentiert von Schwabelantix. Kocht deine Frau mal wieder nix? Scheißegal, es gibt Schwabelantix. Fertignahrung aus der Dose. Alles andere ist Quatsch mit Soße. Und darum sagen wir nun herzlich willkommen im Schwablantix Kochstudio. Heute empfängt Sie unser Ernährungsexperte Dr. Karl Theodor von Glutenberg. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schwablantix Kochstudio digital. Es tun sich große Dinge, heute live aus den heiligen Hallen des Bayerischen Rundfunks hier bei Radio Bayern 1. Es läuft live momentan die Verabschiedung des bisherigen Intendanten des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, wie Sie hier erkennen können. Alles Corona-konform, genau wie unser Schwablantix-Kochstudio. Nach dem großen Erfolg von Das Leberwurstbrot und Teil 2, die Lumpensuppe, nun für Sie heute der vorerst letzte Teil dieser Trilogie. Was natürlich auch daher rührt, dass eine Trilogie immer nur 3 Teile hat. Ganz im Gegensatz zu einem 5-Gänge-Menü, aber das nur an der Rinde. Aber wollen wir hier das Schwarzbrot nicht an die Wand malen? Zumal der Giggle oft am besten schmeckt, freuen wir uns jetzt auf das leckere Ende dieser auch im Allgäu, wie zum Beispiel auch in Memmingen, was ja das Allgäu ist, also das Unterallgäu, dieser sehr beliebten Kochserie. Maître Georges, mit was werden Sie unsere Gaumen heute amüsieren? Amüsieren. Allerweise gleiche, genau das ist doch euer Problem. Nein, es gab nichts ums Amüsieren. So ein Käse. Der Ranzer muss spannen. Um das geht's nämlich. Der Ranzer muss spannen. Und dann kommen wir eigentlich auch gleich schon zu unserem Rezept. Wenn jetzt der Glutenberg endlich einmal aufgehört hat zum Verzählen. Ich meine, da haben wir schon das Glück, dass wir uns nicht unbedingt sehr müssen. Aber her muss man halt doch. Aber jetzt, das ist jetzt gerade gleich. Also der Ranzer muss spannen und ganz ein bewährter Ranzerspanner, wenn man so will. Das ist, ja, ihr werdet ihn vielleicht sogar noch aus der Schulzeit kennen. Der bewährte Hartburger. Richtig, der Hartburger. Nein, nicht der Hamburger. Nein, ich meine, dann haben wir uns doch damals schon halt leichter kennen. Ich meine, wir haben ja nichts gehabt. Das ist ja das. Nein, also der Hartburger. Ganz ohne Mac und ohne Donald. Ich meine, das hat ja sowieso rein karmamäßig ist das schon ziemlich unappetitlich. Aber ich schweife jetzt auch gerade ein bisschen ab. Nein, also es geht um der Hartburger. Und wie ihr noch vielleicht später feststellen werdet, haben sich die Amis das Rezept auch abgeguckt. So ist das. Angegangen tut es mit dem Semmel. Der Semmel, haben wir da schon mal vorbereitet, gell? So einer ist das. Und so ein Semmel, der beste Zeitpunkt für den Einkauf. So um 5 Minuten vor 5 in der Bäckerei, also arbeitet natürlich, also so grob um 16.55 Uhr, weil da ist er dann schon ein Stück weit, ja, vorkärtet. Und der zweite Punkt, und meines Erachtens natürlich der wichtigste, er kostet now auch bloß die Hälfte. Interessant, vorgehärtet. Der Wecken, also. Daher kommt dann wohl auch der Name Hartburger. Käse.
So ein Käse, das hat überhaupt gar nichts damit zum Tor, wirklich wahr. Weil wenn wir jetzt einmal den Semmel, und jetzt müssen wir einfach langsam anfangen zum Kochen, wir sind ja nicht zum Spaß da. Wenn man den Semmel also in der Mitte erst einmal auseinandergesägt hat, darf ich bitte neu, das war jetzt natürlich ein Späßle, gell? Nein, wenn man den also in der Mitte auseinandergesägt hat, so, geht das hervorragend, auch wenn er ein bisschen hart ist, aber es darf natürlich, muss natürlich auch unser Hartburger sein. Now kommt nämlich die, wie soll man sagen, das ist ganz schwer, also praktisch so, ja, die Krone der Metzgerschöpfung kommt now zum Einsatz, nämlich die Hartwurst. Und jetzt bitte keine anzügliche Witz, Herr Glutenberg, gell? Schon gut, Herr Schorsch. Nun wollen wir mal nicht kleinlich werden. Na, 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 na. Ja, und ganz wichtig, wenn man jetzt die Wurst da so betrachtet, also die Hartwurst natürlich, muss man sich schon ein bisschen auch dem widmen, was Ernährungswissenschaftler sagen. Und deswegen liegt mir schon viel am Herzen, dass ich das auch euch mitgib. Ihr dürft nicht vergessen, unbedingt, ganz wichtig, muss die Haut dranbleiben an der Wurst. Und wisst warum? Weil dir alle sagen, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber dir sagen schon, dass das so sei, dass nämlich da die meisten Vitamine sind denn da in der Haut. Und deswegen ein bisschen dann lassen. Nur so ist das auch ein wirklich gesundes Rezept, das ich euch da heute präsentiere. Also die Haut lassen wir dann, gell? Und jetzt wird's raffiniert. Nämlich, den Trick, den hat mir meine Tante Zenzi gezeigt. Zenzi, die kommt ja aus dem Französischen, wie man ja schon an Namen hört. Also Zenzi kommt von Saucy, was so in die Richtung geht, so ähnlich Sans Saucy, was ja übersetzt nichts anderes heißt wie ohne Soße. Also, der hat einfach auf die Hartwurst, die wir ja mittlerweile schon auf unseren Semmel down aufgelegt haben, nur mal bloß zur Erinnerung, Haut dann lassen, wichtig, hat dir nämlich das Tomatenmarmelade drauf gemacht. Das ist eine super Sache, da ist dir als erstes drauf gekommen. Wirklich wahr. Weil erstens ist das dann ganz gut zusammengepeppert, ist noch so blieber und ist vor allem in der Hosentasche, im Schulranzer und so weiter, ich hat's halt zusammengehebt und es hat keine Sauerei gegeben. Also kommt auf der Semmel da jetzt so die Tomatenmarmelade drauf, kann man bloß empfehlen, hervorragend, da kommt das drauf und dann tut man das wunderschön zusammengepeppern, gell? So, jetzt natürlich. So haben wir das jetzt. Und ja, jetzt kommt noch mit so einem kleinen Kniff. Nicht umsonst nennt man mich auch in Fachkreise, also alle bei Michelin und so weiter, halt die Mendeler, nennt mich nicht umsonst der Herr der Ringe, weil je nach Belieben kann man jetzt halt noch, da guck, wie das jetzt immer bei Patienten, kann man da noch natürlich eine Zwiebel drauf machen. Der hängt jetzt zwar noch ein bisschen lang, aber die haben jetzt da schon noch etwas vorbereitet. Guckt, da halt eine Zwiebel, das kann man noch drauf da, natürlich. Oder, wenn der Wind auch noch eine Essiggurke. Ich meine, das ist auch gar kein Problem, da schraubt ihr das auf, nehmt eine Gabel und holt dir Essiggurke raus. Also, das ist machbar. Gell? Und wenn man dann das vielleicht noch ein wenig variieren will, kann man dann dieses Ensemble dann auch noch auf ein Schwarzbrot machen, wenn man will. Das wäre auch der Hartburger Royal. Mit Käse, Herr Schorsch. Mit Käse. Käse, Käse, Käse. Käse. Ich höre allerweil bloß an Käse von Erne. Herr Dr. Glutenberg. Furchtbar. Nein, es ist ja wirklich nicht lustig. Es ist viel zu ernst, das Thema. Muss ich jetzt echt einmal sagen. Nein, weil dieser Hartburger in seiner ganzen Pracht und Schönheit hat wirklich nicht nur kulinarisch unseren schönen Landstrich geprägt. Nein, man hat sogar eine Burg dann auch benannt. Muss ich,
muss ich schon mal sagen. Da, von der Metzgerei Heimerdinger gibt es da auch ein originalgetreues Modell, wo sie nachgebaut haben. So, dass das, also vielleicht könnt ihr mal die Regie bitte, dass man da was einblenden könnte. Gell? Also, gell, das ist die Hartburg benannt nach unserem berühmten Hartburger. Und die Krone der Architektenschöpfung, die hat man wirklich so oft kopiert. Vor allem in der eine Touristenabzugregionen wie zum Beispiel im Allgäu oder auch im Legoland hat man es angeblich schon gesehen. Gell? Der König Ludwig, der hat es im Übrigen gemerkt und seine Konsequenzen daraus gezogen. Recht hat er. Ja, ja. Selbstverständlich, Herr Ministerpräsident. Ja, natürlich. Ja, Sie sind der Ministerpräsident der Herzen. Ich werde das im Schwablantics-Kochstudio und bei in ganz Schwablantis werde ich das. Ich werde das verbreiten. Entschuldigung. Ich bin in einer parallelen Videokonferenz mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten der Herzen. Donauhafen in Günzburg. Mit 10 Minuten. Ohne dass Sie Ihre Schwimmweste ausziehen, Dr. direkt auf der G8 Edmund oder G9. Ja. Aber ich glaube, es ist Zeit zum Abschied nehmen. Mein Gott, Herr Schorsch, was für ein dramatisches Ende war das. Ein dramatisches Ende unserer, Ihrer Kochreihe. Vielleicht ist es auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Wir bedanken uns jedenfalls bei Ihnen, Herr Schorsch. Wir bedanken uns bei allen Mitessern draußen an den mobilen Endgeräten und auf meinem Rücken oder wo auch immer. Und vergessen Sie nie, kocht dei Frau mal wieder nix, dann öffne die Ravioli-Bix. Das war anders. Egal. Auf Wiedersehen hören. Ja, Herr Ministerpräsident. Ja, ich komme. Entschuldigung, auf Wiedersehen. Auf den Namen Schwablantis. Nicht ohne zu betonen, dass Schwablantis natürlich bayerisch bleibt. In einem versenkten Europa. Oder, um es ganz einfach mit den Worten meines Englischlehrers Oettinger zu sagen, let's make Schwablantis great again. Schwab, Schwabidu, bist du Schwab, Schwabidu.
Mutter, du gehst richtig um. Die packt er mir ein und sagt mir, soll mich schleichen und zwar gleich. Ich bin total glücklich und fahr dann, wo ich wohn. Ich fahr also heim und machen auf der Karton. Die Schuhe waren reduziert, leider auch in der Größe. Passert nicht an meine Füße. Oh! Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Überall was Spitzer, egal wo noch du kommst. Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Mei, wie lieb dich, das hab ich jetzt davor. An der Gitarre, kein geborener Burgauer, aber wir haben jetzt adoptiert. 16 Jahre Burger genügen. Michi, Smaiko! Liebe Autohändler, drum wohne ich auch hier. Auf jeden normalen Burger gibt's hier mindestens vier. Ich brauch ein neuer Karre, bitte unfallfrei. Der Sepp sagt, komm schalt mal vorbei. Erste Hand unfallfrei. Er zeugt mir ein Opel, ein wenig zerdetscht. Die Stoßstange hinter ist, moin, die leicht zerquetscht. Moin, moin, das war kein Unfall. Hier ist die Garantie, ich fahr aus'm Hof raus, ist der Karre hier, everybody! Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Überall wo Spitzer, egal wo noch du kommst. Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Mein bin ich blöd, das hab ich jetzt davor. Und jetzt hier! Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Überall wo Spitzer, egal wo noch du kommst. Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Ich bin lieb, das hab ich jetzt davon. Einmal! Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Überall was Spitzer, egal wo nah du kommst. Drecksklump, Drecksklump, so ein Drecksklump. Mei bin ich blöd, das hab ich jetzt davon. Nummer 8 und zu Markus Kraus, unverwechselbar. Ja. Ein Dank an den Gastmusiker Ronald Hitzfelder, vielen Dank. Und an Harry Reichmann, den Superbrauer, Dankeschön.
Frau Doktor, Frau Doktor, ich bin in letzter Zeit immer so vergesslich. Ja, seit wann haben Sie denn das? Was?